Ich würde sagen, wir legen los, oder? Wir haben ein volles Programm. Insofern würde ich sagen, dass wir loslegen. Einen schönen guten Morgen, liebes Publikum. Herzlich willkommen zu den Römerberg-Gesprächen. Mein Name ist Alf Menzer, ich bin vom Hessischen Rundfunk und werde mit meiner Kollegin Hadice Haruna Oelker zusammen diese Römerberg-Gespräche moderieren, hier im Chagall-Saal, den uns auch diesmal wieder großzügig das Schauspiel Frankfurt zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank dafür. Unser Dank geht aber genauso an unsere anderen UnterstützerInnen und Kooperationspartner, an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, an die Stadt Frankfurt und an den Forschungsverbund Normative Orders, wir machen es Englisch, an der Frankfurter Goethe-Universität. Unser Medienpartner ist weiterhin HR2 Kultur, der Radiosender, der Debatten wie die, die wir hier heute führen, regelmäßig abbildet auf seinem Sendeplatz Kulturszene Hessen, jeden Sonntag ab 12.05 Uhr und auf genau diesem Sendeplatz werden Sie dann auch am 8. Januar ab 12.05 Uhr eine Zusammenfassung der heutigen Diskussion hören können. Die Römerberg-Gespräche sind diesmal ja quasi die Fortsetzung der letzten, die wir im April dieses Jahres veranstaltet haben, unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine. Diejenigen von Ihnen, die damals dabei waren, erinnern sich vielleicht noch an das abgrundtiefe Erschrecken über den erneuten Krieg in Europa, das zum Beispiel in dem Vortrag von Karl Schlögel zum Ausdruck kam, aber vielleicht auch an die ruhige, aber doch eindrückliche Forderung nach europäischer Solidarität, artikuliert von dem Schriftsteller Joko Prochasko, der uns aus Lemberg zugeschaltet war. Es war damals noch nicht in allen Dimensionen abzusehen, was diese Solidarität mit der Ukraine bedeuten, beinhalten könnte, was sie uns kosten würde. Das wissen wir auch heute am 261. Tag dieses Krieges immer noch nicht genau. Aber wir bekommen doch eine immer deutlichere Ahnung davon, dass es mehr sein wird als nur moralische Erklärungen, als finanzielle oder waffentechnische Unterstützung des ukrainischen Widerstands gegen die russische Aggression. Tatsächlich ist es ja offensichtlich ein Teil der russischen Kriegsstrategie, die Kosten für die Staaten, die die Ukraine unterstützen, in die Höhe zu treiben, den Druck so zu erhöhen, dass Risse in der Solidaritätsfront entstehen. Und die ersten Risse sind ja auch tatsächlich zu erkennen. Auch wenn immer noch die Mehrheit der Bevölkerung für eine Unterstützung der Ukraine ist, so gibt es doch die ersten von links und rechts aus organisierten Demonstrationen gegen die Sanktionspolitik und deren Folgen. Es gibt Stimmen von mehr oder weniger namhaften Intellektuellen, die einen schnellstmöglichen Waffenstillstand fordern. Es gibt Lokalpolitiker, die nicht mehr wissen, wie sie Geflüchtete und Migranten unterbringen und versorgen sollen. Es gibt Menschen, die ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können, die ihren Konsum einschränken müssen, und man muss nicht John Maynard Keynes gelesen haben, um sich vorstellen zu können, wie eine dauerhafte Inflation Vertrauen und Zusammenhalt in einer Gesellschaft zerstören kann. Wie gesagt, es ist noch nicht so weit, noch hält in großen Teilen der Bevölkerung die Solidarität mit der Ukraine, noch scheinen Einschränkung und Verzicht ein Preis zu sein, den wir für Freiheit und Demokratie in der Ukraine und in Europa zu zahlen bereit sind. Aber wie lange bleibt es noch so? Wie lange hält dieses Wir, wie lange hält diese Solidarität untereinander und mit den Menschen in der Ukraine? Wie viel ist uns die Freiheit in Europa wert und wie lange wird sie das noch sein? Das wollen wir auf diesen Römerberg-Gesprächen mit unseren Gästen, aber auch mit Ihnen hier im Publikum heute diskutieren. Meine Kollegin Hadice wird den Nutzen solcher Fragestellungen gleich zu Beginn mit dem Soziologen Amin Nassehi diskutieren. Dann werden wir heute Nachmittag vor allem auf die Ukraine und auf Russland schauen, mit Beiträgen der Publizistin und Politikerin Marina Weißband, dem Schriftsteller und aktuellen Friedenspreisträger Serhii Jardan und dem Russland-Experten, dem Historiker Martin Schulze-Wessel. Heute Nachmittag blicken wir dann eher auf uns, auf die Kosten, die der Krieg für Deutschland und Europa bedeutet und wie Europa damit umgehen kann. Das dann in Gesprächen mit der Journalistin Ulrike Herrmann, der Migrationsforscherin Ramona Rischke, dem Extremismusforscher Matthias Quent und der Soziologin Theresa Coloma-Beck. Sie werden fast alle hier live im Chagall-Saal sein. Einige, Marina Weißband, Serhii Jardan und Matthias Quent,
müssen wir aus verschiedenen Gründen per Videoleitung zuschalten, aber das ist ja nach fast 3 Jahren Corona-Erfahrung eigentlich gar nichts Besonderes mehr. Und auch das Grußwort, das uns das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst übermittelt, das kommt heute virtuell, und zwar von der Staatssekretärin im Ministerium von Aysche Azar. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Wetsch, nie war gesellschaftlicher Zusammenhalt wichtiger als jetzt. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands ist ein Angriff auf unsere Demokratie und unsere freiheitlichen Werte. Den Menschen in und aus der Ukraine, die Tod, Terror, Vertreibung und Zerstörung erleben, gilt unsere große Sorge und unsere Unterstützung. So stehen das Land Hessen und seine Hochschulen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studenten aus der Ukraine zur Seite, die sich in Not oder Gefahr befinden und vor dem Krieg flüchten. Aber auch bei uns werden die ökonomischen Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine immer deutlicher spürbar. Wie übersteht die Solidarität mit Kiew einen kalten Winter? Was geschieht, wenn der innere Frieden und die Stabilität unserer Demokratie angesichts dieser Herausforderung bröckeln? Was müssen wir tun, um unsere freiheitliche Gesellschaft zu schützen? Bereits jetzt nutzen Populisten die Situation aus und fordern ein Ende der Sanktionen gegen Russland. Je angespannter die Lage wird, umso mehr Widerhall könnten sie finden. Dabei braucht die Ukraine gerade jetzt unsere Hilfe. Diese Solidarität ist wichtig, sie gilt es zu erhalten. Das wird nur gehen, wenn wir die Lasten abmildern. Ich habe Verständnis für das Befremden des Menschenempfinden, wenn Politikerinnen und Politiker ihren Tipps zum Energiesparen geben. Ja, wir müssen Einschnitte hinnehmen. Aber Einschnitte schmerzen nicht so sehr jene, die üppig leben. Sie tun denen am meisten weh, die ohnehin sparen müssen. Sie müssen wir schützen. Denn wenn sie es sind, die den Preis von Freiheit und Demokratie zahlen, wird die Solidarität mit der Ukraine wanken. Das müssen wir verhindern. Diese Ausgabe der Römerberg-Gespräche ist übertitelt mit »Ist es das wert? Der Preis von Freiheit und Demokratie«. Diese Frage passt schmerzhaft gut in die heutigen Krisenzeiten. Die Demokratie steht weltweit unter Druck. Erstmals seit 2004 verzeichnet der Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung mehr autokratische als demokratische Staaten. Aber Krisen führen uns immer wieder vor Augen, welch kostbares Gut wir verlieren könnten, wenn wir nicht handeln. Welches Gut kann kostbarer sein als das der Demokratie? Was wäre mehr wert als Freiheit und Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden? Ein Lichtblick bietet derzeit zivilgesellschaftliches Engagement, das sich vielerorts gegen den Abbau von demokratischen Standards und wachsender Ungleichheit richtet. Lassen Sie uns alle dafür sorgen, dass dieses Engagement auf fruchtbaren Boden fällt und Demokratie in unserer Gesellschaft den Stellenwert bekommt, den es verdient. Ich wünsche Ihnen allen heute eine sehr ertragreiche und gute Veranstaltung und danke allen Organisatoren. Hallo, einen schönen guten Morgen auch von mir. Danke all für die einführenden Worte. Er hat es schon angekündigt, wir hören jetzt als Eröffnung die Ansprache, das Denken von Armin Naseh. Er ist Professor für Soziologie an der LMU München und seine Arbeit ist davon geprägt, die Komplexität unserer Gesellschaft in ihrem Wandel und nicht statisch zu beschreiben. Und in dieser Form übersetzt er, spürt Verbindungen auf, die sich zwischen dem politischen, wirtschaftlichen, aber auch wissenschaftlichen Zusammenhängen bewegen. Und publiziert hat er darüber mehr als 20 Bücher. Kürzlich erklärte er in der FAZ, dass das Dilemma der Politik sei, der Kleinteiligkeit des Geschehens niemals gerecht werden zu können. Um überhaupt konkrete Forderungen und Pläne zu formulieren, müsse sie viel mehr Kausalitäten voraussetzen, als in der komplexen Welt tatsächlich gegeben sind. Ja, und damit spricht er quasi auf die Rolle des Unvorhergesehenen an und es sind unvorhersehbare Zeiten. Und was macht das mit uns jetzt? In einer Veranstaltung mit der Philosophin Eva von Redeker sagte er dazu, dass er möglichst viel Differenzierungswissen in die Köpfe bekommen will. Und darauf dürfen wir uns jetzt freuen. In seinem Vortrag unter dem Titel »Vom Nutzen und Nachteil der Frage nach Nutzen und Nachteil – Erwartungsmanagement in unkalkulierbaren Zeiten«. Vielen Dank schon mal.
Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bedanke mich für die Einladung, die außerordentlich freundliche Einführung und habe mich selbst ein bisschen bedauert darüber, was ich eigentlich vortragen sollte. Die Frage ist nämlich außerordentlich schwierig, über den Preis der von Freiheit und Demokratie zu sprechen. Ich werde es vermeiden, etwas Normatives oder Politisches über die Geschehnisse selbst zu sagen. Ich habe dazu eine ziemlich klare Position. Ich glaube, dass der Preis ebenso hoch wie notwendig ist. Aber ich möchte eher diese Frage stellen, was das eigentlich für eine Frage ist, nach Nutzen und Nachteil oder nach den Kosten für Freiheit und Demokratie zu fragen. Und ich richte mich hier vor allem auf eine logische Frage, was das eigentlich bedeutet. Der Preis von Freiheit und Demokratie, ich nehme diese Frage so ernst, dass ich die ökonomische Formulierung als ökonomische Formulierung ernst nehme. Und ich meine das immer, wenn Sozialwissenschaftler was über Ökonomie reden, denkt man gleich, dass sie das kritisch meinen. Ich meine das gar nicht kritisch, sondern das ist ja zunächst mal tatsächlich eine ökonomische Frage. Der Preis, wie es im Titel der Veranstaltung heißt, verweist auf Nutzen und Nachteil, auf das Verhältnis von Kosten und Nutzen und das im wahrsten Sinn des Wortes, als Energiepreise, als allgemeine Preissteigerung, als Versorgungsproblem, aber auch politische Kosten, zum Beispiel die europäische oder globale Friedensordnung, militärische Risiken, Eskalationserwartungen, Nuklearbedrohung, aber es zielt vor allem auf innenpolitische Kosten. Das wurde schon genannt, Protestpotenziale, Loyalitätsverluste, Extremismuswahrscheinlichkeit und so weiter. Dazu werden wir im Laufe des Tages noch einiges hören. Ich nehme die ökonomische Semantik auf und ernst und frage tatsächlich, welche Kosten sind wir bereit zu investieren? Beziehungsweise ich frage, was die Frage bedeutet. Ich unterlasse übrigens die Frage nach dem Wir. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt beschworen wird, weil eine liberale Gesellschaft womöglich so formiert sein sollte, dass man auf besonders starken gesellschaftlichen Zusammenhalt verzichten können muss und trotzdem zu zivilisatorischen Standards findet. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Vortrag, für andere Römerberg-Gespräche. Deshalb sage ich dazu nichts. Ich nehme die ökonomische Semantik deshalb auf, weil das ja die Form der Kritik ist, die allenthalben zu hören ist, mit deutlichen Zurechnungen und unterstellten Kausalitäten. Dazu später mehr. Was ist Nutzen? Ökonomisch gesprochen die Frage danach, ob der Preis stimmt, ob ich also bekomme, was mir angeboten wird. Das wird darauf nicht im engeren Sinne ökonomische Fragen bezogen in der entsprechenden Forschung. Die ökonomische Handlungstheorie, das ist übrigens nicht die Theorie, mit der ich normalerweise Soziologie betreibe, aber ich nehme sie jetzt mal an, ist eine sehr leistungsfähige sozialwissenschaftliche Theorie, die zeigen will, warum die Leute so handeln, wie sie handeln. Also die Ökonomik fragt seit Jeremy Bentham in seinen Principles of Morals and Legislation Ende des 18. Jahrhunderts, dass das keine Theorie der Ökonomie ist, sondern eine ökonomische Theorie auch nicht ökonomischen Handelns. Um den Nutzen einer gegenwärtigen Handlung bestimmen zu können, muss ich etwas über das Verhältnis von Nutzen und Kosten oder von Vorteilen und Nachteilen wissen. Also es geht nicht um die objektive Form dieses Verhältnisses, sondern um mein Wissen darüber. Diese Theorie weiß also, dass eine gegenwärtige Entscheidung mit dem Wissen der Gegenwart zu tun hat und zwar mit einem Wissen über eine antizipierte Zukunft, die wir aus naheliegenden Gründen nicht kennen können. Wir haben also nur die Informationen der Gegenwart. Die Ökonominnen und Ökonomen unter Ihnen wissen, dass es einen langen Diskurs über die Frage gibt, ob es so etwas wie vollständige Information geben kann. Also wenn man ein bisschen was über Informationstheorie weiß, dann weiß man, dass Information selbst schon eine selektive Form ist und es in diesem Sinne keine Vollständigkeit geben kann, abgesehen davon, dass wenn es vollständige Information gäbe, die Menschen auf Märkten alle das Gleiche machen würden, wodurch der richtige Hinweis zu einem falschen Hinweis wird. Aber auch darüber rede ich nicht. Also ich sage viel zu viel, was ich nicht mache. Es geht also um Präferenzen gemäß einem gegenwärtigen Nutzenkalkül. In den Sozialwissenschaften wurde das erweitert, dieses ökonomische Modell oder das Modell der Ökonomik, durch eine Theorie, die heißt
dass sie nicht einfach eine utilitaristische Theorie ist, sondern die sich mit der subjectively expected utility beschäftigt. Also mit dem Nutzen, den wir in einer Gegenwart erwarten. Und das Entscheidende ist hier nicht der Nutzen, sondern die subjektive Erwartung. Also die Autoren dafür sind Siegfried Lindenberg in den USA, in Deutschland vor allem Karl-Dieter Opp und Hartmut Esser. Entscheidungen orientieren sich nicht an einem objektiven Nutzenkalkül, sondern an einem subjektiv erwarteten Nutzen. Wer also über Nutzen und Nachteil von etwas redet, muss in Betracht ziehen, dass der diskutierte Nutzen und Nachteil ein erwarteter, ein gegenwartsbasierter, ein eingebildeter, auch ein inszenierter, sogar ein gelogener Nutzen sein kann. Also wir nutzen den Nutzen, der uns nützt. Das muss man ernst nehmen, weil die Variable der Erwartung oftmals unterschätzt wird. Ich werde das gleich versuchen noch zu beschreiben. Das ist der klassische Fall von Entscheidungen unter Bedingungen von Unsicherheit. So ähnlich heißt ja auch mein Untertitel. Also auch das ist übrigens ein Pleonasmus, wenn man so will. Entscheidungen finden immer unter Bedingungen der Unsicherheit statt. Wenn ich weiß, dass ich rechts abbiegen muss, muss ich mich nicht entscheiden. Wenn ich es nicht genau weiß, muss eine Entscheidung getroffen werden. Der Diskurs um Nutzen und Nachteil von Strategien muss also sich damit beschäftigen, dass bestimmte Kausalitäten unterstellt werden, die der Begründung des Nutzens erst ihre Rationalität verleihen. Jetzt könnte man wieder eine Parenthese einschieben, dass in der ökonomischen Theorie Rationalität nicht heißt, dass man gut entscheidet, sondern dass die Nachvollziehbarkeit sich auf Sätze bezieht, die kausal aufeinander bezogen werden können. Aber auch darüber rede ich jetzt nicht. Ein schönes Beispiel für dieses Problem sind die berühmten offenen Briefe von, Sie haben vorhin so schön gesagt, mehr oder weniger, wie war das nochmal? Namhaften Intellektuellen, und wir haben vorhin gescherzt, ich würde sagen von mehr oder weniger intellektuellen Namhaften. Ja, klar. Aber ja, das ist leicht dafür, dann jetzt beklatscht zu bekommen, aber es war gerade so aus dem Kopf gekommen. Also die berühmten, jetzt wieder ernsthaft bitte, die berühmten offenen Briefe, also in der Emma, das Schlimmste an dem Brief war übrigens, dass ich selbst angefragt wurde, ob ich ihn unterschreibe, oder in der Zeit von Welzer und C. Farwig und dem verehrten Kollegen aus München, Dieter Rümelin, oder Wolfgang Merkel in einem FAZ-Interview, die interessanterweise Konstellationen imaginieren, die als subjektive Erwartungen, also subjective expectations, so tun, als seien die Erwartungen selbst die Empirie, mit der man zu tun hat. Also, es wurde zum Beispiel gesagt, dass man unter Rekurs auf Waffen bereits auf die Logik Putins sich eingelassen habe, so ein namhafter Jenaer Soziologe. Oder Reinhard Merkel in einem Interview in der FAZ, der wie ein Schlachtenlenker sich vorgestellt hat, dass man ja nur dafür sorgen muss, dass es eine angemessene Konstellation der unterschiedlichen Akteure geben müsste. Diese müssten verhandeln wollen, diese müssten verhandeln müssen, jene müssen eine bestimmte Art von Kompromissen eingehen, die für die anderen auch lebbar sind. Wir würden uns solche Lösungen wahrscheinlich so ähnlich vorstellen, würden aber dann voraussetzen müssen, dass die subjektive Erwartung gleichzeitig mitpräjudizieren kann, dass die beteiligten Akteure sich in einem dynamischen Geschehen genauso verhalten, wie man sich das vorstellt. Oder Harald Welzer empfiehlt, der Logik des Krieges eine Logik der Verhandlung und des Kompromisses gegenüberzustellen. Man kann ernsthafterweise gegen so einen Satz ja gar nicht sein. Aber er bedeutet eigentlich nichts anderes als die subjektive Erwartung, dass wenn man die Logik des Krieges verlässt, übrigens kann das dann nur eine Seite machen und der Krieg kennt mindestens zwei immer, sich die Gesamtkonstellation verändert, statt zu sehen, dass das selbst ein Teil eines Spielzugs in einem Spiel ist, das in Gegenwarten stattfindet. Manche der Sätze sind vielleicht gar nicht falsch und man muss sie auch diskutieren, aber sie enthalten, und darauf möchte ich heute eingehen, ein logisches Problem, auf das ich gleich zu sprechen komme. Das Denken in Konstellationen und wünschenswerten Ergebnissen ist eine der größten Krankheiten von Akademikern, weil sie in der Lage sind,
sich Welten zu entwerfen, geradezu wie ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, die vor einem weißen Blatt Papier sitzen und sich eine ideale Welt vorstellen, wie die einzelnen Akteure eigentlich aufeinander bezogen sein sollten oder könnten. Das ist eine Art autoriales Denken, vergleichbar einem Romancier, der den Protagonisten ihre Rollen zuweist und sogar deren Innenwelten aufeinander abstimmen kann. Davon träumen wir alle, dass wir das nicht nur auf Papier können, sondern auch im richtigen Leben. Die Frage der subjektiven Erwartung der Lösung dieser Probleme enthält sehr oft die Unterstellung, dass wir uns vorstellen können, wenn die beteiligten Akteure doch nur dies und das tun würden, was zueinander passt, wäre das Problem gelöst. Das ist ein stationäres Denken, das sich wie der ausgeschlossene Dritte eines Prozesses geriert, den man sich von außen ansieht und von dem man denkt, man müsse nur die angemessenen Motive in alle beteiligten Akteure hinein implantieren. In der letzten Konsequenz ist das sogar ein autokratisches Denken, weil es sich in der Position wähnt, solche Konstellationen herstellen zu können. Deshalb verzeihen manche der Ukraine ihren Willen zur Selbstverteidigung nicht. Und das ist jetzt weniger ein normativer als ein deskriptiver Satz, glaube ich. Es gibt jetzt eine Gefahr in dem, was ich gesagt habe. Das muss ich selbstkritisch unbedingt hinzufügen. Aus dieser Kritik folgt nicht, dass das Gegenteil von dem richtig ist, was diese Leute verlangen. So viel logische Konsistenz muss sein. Entscheidend ist, dass das Denken in sicheren Konstellationen eine beliebte Technik ist, mit dem Erwartungsmanagement unter unkalkulierbaren Bedingungen umzugehen. Wenn Leute wie wir, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und ich sage jetzt extra auch im Angesicht von Martin Schulze-Wessel ohne Osteuropa-Kompetenz, ich habe die nämlich nicht, und ohne militärische Kenntnisse, etwas zum Thema beizutragen haben, dann sind es nicht nur reine Wertaussagen, zu denen ich viel sagen könnte, sondern auch ein Hinweis auf die Logik der Debatte. Und die sieht so aus. Alles, was derzeit an Negativem geschieht, vom Kriegsgeschehen selbst, über die Sanktionen gegen Russland und ihre Folgen auf Märkten weltweit, die Lieferung von Waffen, die Kompromisslosigkeit des Westens gegenüber Russlands Forderungen und so weiter, all das wird so diskutiert, als würde das gegenteilige Handeln fast eins zu eins gegenteilige Folgen haben. Also ich nenne das inzwischen so eine Art Zinnsoldatensoziologie. Man muss sich vorstellen, die Leute stehen vor einem Kasten mit Sand und setzen sich die Zinnsoldaten so hin, wie es entsprechend passt. Ich habe sowas noch nie gespielt, aber das scheint sehr attraktiv zu sein. Abgesehen davon, dass das Spiel nicht funktioniert, muss man auch davon ausgehen, dass die Lösungen nur funktionieren, wenn alle Beteiligten so handeln, wie es die Lösungskonstellation erfordert. Vielleicht sind die, ich habe hier aufgeschrieben, dümmsten, ich glaube, sowas darf man nicht sagen, aber die am wenigsten, nicht dümmsten, Einlassungen dazu, Dinge, die eindeutige Kausalitäten beschreiben. Also zum Beispiel, die Ukraine würde einen Stellvertreterkrieg des Westens führen, in den sie gezwungen wurde und sogar den Krieg begonnen hat. Sie wissen, wen ich zitiere. Oder den bereits erwähnten Kollegen meiner eigenen Universität in einem DLF-Interview letztens. Die USA haben eine Verhandlungslösung verboten. Das ist viel leichter zu erklären, weil es eine eindeutige Kausalität ist, als sich damit darüber Gedanken zu machen, wie die Konstellation in Echtzeit eigentlich aussieht. Oder die behauptete Kriegslüsternheit von Intellektuellen, die in der Tat biografisch das erste Mal sich damit auseinandersetzen, womöglich Waffenlieferungen in Krisengebiete, Sie kennen diese schöne Formulierung, das war sozusagen immer der Gott sei bei uns, für notwendig zu halten. Das ist ja biografisch nicht ganz einfach auszuhalten, dass man solche Sätze für sagbar hält in einer solchen Situation. Noch beliebter sind Um-zu-Motive, für den Soziologen übrigens mit das Schlimmste, was es in der empirischen Sozialforschung gibt. Also Um-zu-Motive sind solche Motive, die man unterstellt, dass Leute etwas tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Pandemie war voll mit Um-zu-Motiven. Ja, also die Maske diente nur dazu, auszuprobieren, ob wir wirklich kujonierbar sind oder nicht.
oder da der Lockdown war ein Testfall dafür, ob man durchregieren kann oder nicht. Und da der Lockdown stattgefunden hat, kann man sagen, das Um-zu-Motiv hat funktioniert. Und so ähnlich wird jetzt auch argumentiert, es gibt das Um-zu-Motiv, wir machen diese Dinge, um unserer eigenen Wirtschaft zu schaden. Ich habe mich kaum getraut, das zu sagen. Gestern hat ein hochmögender Ökonom das auf Bild-TV, das ist jetzt halt Bild-TV, aber immerhin Bild-TV, gesagt, und zwar mit genau dieser Kausalität. Wenn die Sanktionen wegfallen, wird die Energie billiger. Wenn die letzte verbliebene Nord Stream-Röhre geöffnet wird, gibt es wieder Gas. Wenn Russlands angebliche Sicherheitsinteressen anerkannt werden, wird Russland wieder Status Quo-Macht, wie damals die Sowjetunion. Wenn nicht die Grünen das Wirtschaftsministerium hätten, Stichwort Energiewende, könnten wir unsere Nebenkostenabrechnung wieder bezahlen. Vielleicht stimmt davon ja sogar ein bisschen was. Aber diese Kausalitäten sind genau das Problem, über die man nicht weiter verhandeln kann. Besonders beliebt ist es sozusagen der Versuch der Herstellung, ist das als Versuch der Herstellung von Sicherheit durch die Konstruktion von Kausalitäten. In der Subjectively Expected Utility ist nicht Utility das Problem, sondern das Erwartungsmanagement. Dagegen muss man vorschlagen, damit komme ich zum Ende, ein Denken in Prozessen und Spielzügen. Man könnte, wenn man das theoretisch rahmt, vielleicht sagen, spieltheoretisch, das wäre verwandt mit der Rational Choice Theorie, die ich jetzt am Anfang versuchsweise in Anspruch genommen habe. Ich würde es eher systemtheoretisch machen, aber das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Das Denken in Spielzügen ermöglicht es, erstens zu sehen, wer eigentlich was in welcher Situation machen kann, mit welchen Informationen, mit welchen Nicht-Informationen und welchen Zielen. Dann werden zum Beispiel Waffenlieferungen und Verhandlungen keine Alternative mehr, sondern womöglich so aufeinander bezogen, dass das eine mit dem anderen nicht nur kompatibel ist, sondern die Voraussetzung dafür. Und ich sage das nicht als Analyse einer militärischen Situation, davon verstehe ich nichts, sondern als eine Analyse einer Logik, die sich damit beschäftigt, dass die Akteure all das, was sie tun, in Gegenwarten tun und sozusagen alles, was geschieht, auch die Vorschläge für die Konstellationslösung, Teil dieser Spielzüge sind. Unter Echtzeitbedingungen von Handlungen zu sprechen, ist etwas anderes als diese Konstellationslösung in simplen Kausalitäten zu beschreiben. Zum Erwartungsmanagement in unkalkulierbaren Zeiten gehört auch, das Unkalkulierbare zunächst zu steigern, um Optionen überhaupt diskutieren zu können. Insofern stellt sich die Frage nach dem Nutzen und Nachteil der Frage nach Nutzen und Nachteil. Besser, Echtzeitmodellierungen, in denen man mögliche Spielzüge in jeweiligen Gegenwarten in Szenarien unterscheiden kann, um komplexere Formen von Handlungsalternativen zu formulieren. Diese logischen oder methodologischen Überlegungen können Wertpräferenzen oder politische Ziele oder Ähnliches nicht ersetzen, aber womöglich, das ist meine Illusion, helfen sie dabei, zu klügeren Entscheidungen zu kommen. Ich bin damit am Ende, möchte am Ende noch den Satz sagen, dass ich diese Sätze natürlich nicht als Versuch verstehe, einen öffentlichen Diskurs daran zu gewöhnen, in einer wissenschaftlich-methodologischen Einstellung sich besser zu formieren. Das wäre unglaublich naiv, aber es ist an die Adresse zumindest derer gerichtet, die als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als diejenigen, die methodisch kontrolliert reden sollten, zumindest auf die logischen, man könnte sagen, Fallen hingewiesen werden, die einfache Lösungen immer vorsehen. Wenn sich alle nur an ein Skript halten, das ich geschrieben habe, wäre das Problem wahrscheinlich gelöst. Aber so ist es eben leider nicht. Und darauf muss man, finde ich, in aller Demut als Wissenschaftler hinweisen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Nasehi. Das war eine sehr spannende Reise. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin schon im Denken sehr angeregt, vielleicht anders zu denken. Und ich würde das gerne mit Ihnen vertiefen und vielleicht auch ein bisschen konkretisieren, damit wir alle mit einem Nutzen auch weiterziehen. Sie haben jetzt gesagt, es geht in unserem Nachdenken viel um eine Dynamik und dass wir die verkennen, dass wir viel in Pro und Contra und was ist jetzt quasi richtig oder falsch, haben das Beispiel Waffenlieferungen sehr explizit gemacht in so einer binär gebauten Expertise. Waffenlieferung ja oder nein und empfehlen ein Denken in Konstellationen. Ich würde gerne erst mal wissen,
warum denken wir denn eigentlich so? Warum brauchen wir das, dieses Binäre, dieses wie jetzt genau? Ja, also die schlimmste Krankheit, die es gibt, ist die Kausalitis, die übrigens auch durch die grammatische Struktur der Sprache natürlich ein bisschen vorgesehen ist. Also wir haben es sehr gern zu sagen, wenn ich dies vorschlage, wird wahrscheinlich jenes dabei herauskommen. Und ich bin ja nur ein empirischer Sozialforscher. Ja? Ich gucke mir konkrete Formen an und stelle fest, dass diese Konstellationen nicht so nicht funktionieren, sondern dass wir feststellen müssen, dass wir es mit Akteuren zu tun haben, die unterschiedliche Perspektiven auf das Gleiche haben. Und wenn sie unterschiedliche Perspektiven in Echtzeit gleichzeitig auf das Gleiche haben, dann haben sie sozusagen nicht nur unterschiedliche Perspektiven, sondern ihre Spielzüge sind welche, die mit jedem Spielzug den Sinn des Spiels bzw. die Konstellation des Spiels verändern. Und deshalb wehre ich mich dagegen, und ich habe ja in dem Vortrag das wirklich, glaube ich, durchgehalten, jetzt nicht zu sagen, ich wüsste, was die Lösung für dieses Problem im Moment ist, ja, sondern ich habe versucht zu zeigen, dass wenn wir nicht uns anstrengen, rauszukriegen, dass das in einer Eigendynamik stattfindet, in der wir Spielzüge als Spielzüge sehen müssen, wir mit völlig unrealistischen Zielen hingehen. Übrigens gilt das auch für diejenigen, die das Gegenteil davon vorschlagen, was in den offenen Briefen steht. Also jetzt zu sagen, wir schicken jetzt, sagen wir mal, mehr Waffen mit einem Faktor von 5 oder 37 dahin und dann ist das Problem gelöst, ist genauso naiv. Sondern die spannende Frage ist, können wir uns eigentlich vorstellen, dass wir nicht einfach nur kausal denken, sondern in diesem Sinne dynamisch. Und das gilt übrigens nicht nur für diesen Gegenstand, das gilt für fast jeden Gegenstand der Sozialwissenschaften, in dem man sich tatsächlich Gedanken darüber machen muss, wie die Konstellationen funktionieren. Für Historiker ist es sozusagen interessant, im Nachhinein zu sehen, welche Möglichkeiten hatten Akteure eigentlich in bestimmten Situationen etwas zu tun oder nicht zu tun. Ja, also korrespondierende Fehler von Historikern wäre, sorry, wenn ich darüber rede, ja, aber wäre sozusagen Ereignisse früherer Gegenwarten im Lichte der späteren Ergebnisse zu betrachten, ja, sondern man muss sozusagen sehen, dass sich Gegenwarten nacheinander so ordnen, dass Strukturen während des Prozesses entstehen und gleichzeitig sich auch verändern. Und mit so einer Situation haben wir es gerade zu tun. Und das ist ja auch das, was das besonders Herausfordernde im Moment ist. Niemand hat mit den Dingen gerechnet, die gerade stattgefunden haben. Das muss man sich mal klar machen, wenn man sich die früheren Gegenwarten von auch zum Beispiel militärischen und politischen Expertise am Anfang des Krieges anguckt, dann ist fast alles anders gekommen, als man sich das gedacht hat. Und im Nachhinein erscheint es aber als vergleichsweise logisch, dass es so gekommen ist. Und damit muss man ja umgehen. Das kann man ja nicht einfach so zur Kenntnis nehmen. Naja gut, jetzt ist es halt irgendwie anders, aber es wäre immer noch besser, dies oder das oder jenes zu tun. Gut, das heißt, ich trenne jetzt trotzdem zwei vermeintliche Denkstränge. Das eine ist der Kausalitis-Denkstrang, vor dem Sie warnen, weil er eine bestimmte Art von Analyse verhindert, vor allem aber auch autokratisch sein kann. Aber ich will jetzt doch noch mal ein bisschen mehr über dieses dynamische Denken verstehen, um es auch ein bisschen zu übersetzen in den Alltagsgebrauch. Wie kann ich denn in so einem Gefühl von Spielzügen denken lernen, wenn ich mitten in dieser Krise und dieser Ohnmacht und diesem Gefühl von ich brauche Antworten stecke? Aus einer soziologischen Betrachtung mehr auch in die praktische Umsetzung. Na, ich habe das ja nicht erfunden, diese Sache. Ja, das gibt es ja schon länger. Also wer sich etwa mit Verhandlungslösungen beschäftigt, ja, der kann nicht einfach hingehen und sagen, wir verhandeln jetzt und wir kennen das Ziel und alle mögen bitte so verhandeln, dass dieses Ziel dabei rauskommt. Sondern man muss feststellen, dass in einer Verhandlung die Leute das tun, wozu sie gerade in der Lage sind. Also sich nicht vorstellen zu können, jetzt sage ich was Inhaltliches, vielleicht stimmt das ja nicht. Also ich sage das in allem Risiko. Man kann sich nicht vorstellen, dass eine der Parteien zu einem bestimmten Zeitpunkt aus rationalen Gründen gar kein Interesse daran haben kann, zu verhandeln. Weil wir ja wissen, Verhandlungslösungen sind besser als Krieg. Ich meine, das wird doch jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, jederzeit auch sagen. Natürlich ist es besser als Krieg, aber dafür müssen die Bedingungen da sein, unter denen das passiert. Und wenn man das weiß, dann ist sozusagen der normative Satz, für den man ja schnell Beifall bekommen kann, wir müssen aus der Kriegslogik raus, ein naiver Satz, weil man im Krieg aus der Kriegslogik nicht so leicht ausbrechen kann. Das ist nun mal das Problem. Ich meine, man muss das vielleicht runterbrechen, wenn Sie einen gepflegten Ehestreit haben. Das kennen Sie wahrscheinlich, ne? Das Interessante am gepflegten Ehestreit ist, dass er sich wiederholt. Also Sie wissen zum Teil, wer in welcher Situation was sagen wird. Also bei meinen Ehestreits ist das auf jeden Fall so. Und also reflektieren Sie das mal. Sie können in der Situation nicht hingehen und sagen, Schatz, du wirst gleich das sagen.
weil das sozusagen die Konfliktdynamik noch mal erhöht. Sie müssen sozusagen durch die Gegenwarten, Sie kennen das offensichtlich, Sie müssen sozusagen durch die Gegenwarten hindurch, also nehmen Sie das ernst als Beispiel, ja? Diese Dynamik ist etwas, aus der man nicht ausbrechen kann. Aus einer Konfliktdynamik kommen Sie nicht raus. Ein Konfliktpartner kann nicht sagen, du, ich möchte jetzt einen anderen Konflikt haben. Das funktioniert nicht. Und das muss man empirisch ernst nehmen, finde ich. Und dann kommen nicht so naive Papiere dabei raus. Dabei kommen dann vielleicht interessantere Kontroversen dabei raus. Mhm. Also Kontroversen brauchen wir ja dazu. Ne? Ich meine, wer weiß im Moment, was das Richtige ist? Also ich nicht und ich wäre jetzt der Letzte, den man fragen würde, aber offenbar die Expertinnen und Experten, die wirklich daran dran sind, offenbar auch nicht so genau. Mhm. Aber also ich sage jetzt mal sehr plakativ, ja, das kann man hinterher rausschneiden, durch dummes Denken werden Kontroversen verhindert. Ich gehe noch mal einen Schritt nach vorne, einen Schritt vorher, nämlich, dass Sie gerade gesagt haben, dass wir in diesem dynamischen Denken quasi unsere Position ja eigentlich auch bestimmen müssen. Also uns klar machen müssen, dass wir nicht im Krieg sind, wenn wir, und wir hier, meine ich jetzt mal hier in diesem Raum, und viele, die in diesem Raum stattfinden, aber von Kriegslogik sprechen. Ist es auch das, so eine selbstkritische Wahrnehmung von der eigenen Position aus, von der man spricht? Ich meine, wir haben ja im Moment reale Auswirkungen dieser Geschichten. Das habe ich ja im Vortrag versucht zu sagen. Ja, die Gaspreise steigen. Ich habe vor ein paar Tagen erfahren, wie viel Geld das meine Universität kostet in diesem Jahr. Die Zahlen fürs nächste Jahr sind noch nicht klar. Das ist ein zweistelliger Millionenbetrag. Ne? Und wir wissen auch noch nicht genau, was das uns als Privathaushalte kostet. Aber wir werden es bald erfahren, wenn die Abrechnungen kommen. So, das sind ja Realitäten, die da sind. Und die finden auch wieder in einem Prozess einer politischen Auseinandersetzung statt. Also die sind ja nicht einfach, die fallen ja nicht vom Himmel und sind dann da, sondern die werden natürlich auch instrumentalisiert, dass die gleichen Leute, die die Pandemie-Demonstrationen gemacht haben, jetzt Anti-Sanktionsdemonstrationen gegen die Russland-Sanktionen machen, ist ja irgendwie kein Wunder, weil man damit wundervoll in diese Formen der Elitenkritik hinein kann. Ja, da steckt ja jetzt kein irgendwie Konzept dahinter, sondern das ist genau die Form, die in einer Konfliktdynamik wiederum eine ganz bestimmte Funktion hat. Und realerweise muss man sagen, hat das Ding ja Kosten. Das Problem ist nur, dass wenn man von den Kosten redet, ich habe es im Vortrag gesagt, man nicht einfach sagen kann, wenn wir das Gegenteil machen, ist das Problem gelöst. Also am schönsten war das tatsächlich, als es noch vier Röhren gab bei Nord Stream. Lass uns die aufmachen und alle ökonomischen Probleme sind weg. Ich erinnere mich sehr gut, also Lavrov scheint ein guter Verhandler zu sein. Ich erinnere mich gut an ein Interview mit Lavrov kurz vor Kriegsbeginn, wo er mit Lächeln im Gesicht gesagt hat, wartet mal ab, wie bei euch die Öffentlichkeiten sein werden, wenn der Gaspreis sich verdoppelt hat. Und mit verdoppelt war er noch eigentlich vergleichsweise sparsam. Mhm. Also irgendwie entspricht das, was Sie sagen, auch einer bestimmten Logik, nämlich wenn man die Positionen hier beschreibt, die sich dann verbinden, dann lassen Sie uns doch auch von dem Unerwartbaren zum Erwartbaren gehen, weil man kann ja schon auch sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die man hätte wissen können. Bestimmte gesellschaftliche Dynamiken wiederholen sich, von Willkommenskultur zur Notstandsstimmung, die Energie, die Verbindung zwischen den Corona-Protesten hatten Sie genannt. Welche Dynamiken beobachten Sie denn im erwartbaren Raum? Naja, also wenn Sie sagen, manches hätte man wissen können, das stimmt. Ja? Also wir hätten vor allem wissen können, dass die Bundesrepublik Deutschland, wenn sie ein Unternehmen gewesen wäre, keinen Kredit dafür bekommen hätte für ihre eigene Energiewirtschaft, wenn klar geworden wäre, dass sie einen einzigen Lieferanten, also es war nicht ein einziger Lieferant, aber einen Hauptlieferanten, auf den man sich womöglich nicht verlassen kann. Seit 2014 weiß man das ziemlich genau, dass man sich nicht auf den verlassen kann. Die spannende Frage ist ja, dass wir sozusagen jetzt so unglaublich schlau sind, zu sagen, dass das falsche Informationen oder falsche Entscheidungen waren, man in den damaligen Gegenwarten aber das sozusagen habitualisiert hat, so weiterlaufen lassen. Was übrigens nicht einfach nur eine Anklage ist, so leben wir in dieser Gesellschaft permanent. Gabriel de Tarte, ein Kriminologe und Soziologe aus Frankreich, hatte vor 100 Jahren ungefähr ein wunderbares Buch geschrieben, in dem er beschreibt, dass soziale Strukturen vor allem aus Wiederholungen und Nachahmungen bestehen. Wir habitualisieren unser Verhalten. Im Moment ist das ja auch so. Also es sind die üblichen Verdächtigen, die realen
Bedrohungen für Märkte, für Arbeitsmärkte, für die Energieversorgung und so weiter und so weiter natürlich nutzen, um bestimmte Dinge zu tun. Die Bundesregierung tut, was sie tun kann. Ja, also zurzeit kleistert sie diese Folgen mit viel Geld zu. Das wird nicht ewig so weitergehen. Und man wird sozusagen feststellen, dass auch das in einer politischen Logik weitergehen wird, wie wir sie entsprechend kennen. Das wird entsprechend auch delegitimiert. Ne? Also es sind diejenigen, die jetzt in der Opposition sitzen, sind unglaublich gut darin zu sagen, dass natürlich die Energiewende dazu geführt hat, dass jetzt die Gaspreise steigen. Und wenn man die Atomkraftwerke nur ein bisschen länger laufen lassen würde, dann wären die Gaspreise wieder runter. Diese Logik verstehe ich nicht ganz, aber es ist sozusagen, es sind Kausalitäten, mit denen wir uns entsprechend einrichten. Das ist ja auch die Tragik allen politischen Handelns, dass wir in politischen Zusammenhängen einfachere Kausalitäten beschreiben müssen, als, Sie haben das ja zitiert, ja, ich habe das öfter schon geschrieben, einfachere Kausalitäten im Prinzip vorführen müssen, als dann tatsächlich da sind. Mit einer spieltheoretischen oder systemtheoretischen Analyse können Sie keinen Wahlkampf machen. Also können Sie schon, aber Sie kommen dann nicht ins Parlament. Vielleicht als abschließende Frage von mir, wenn wir also in so einer gesellschaftlichen Konstellation von Instrumentalisierung der einen, Kontrollverlustgefühlen bei den anderen, dem Versuch irgendwie in Kausalitäten zu denken, um irgendwie die Übersicht zu bewahren, welche Frage sollte man sich denn immer wieder stellen, weil diese Dynamik uns ja auch wahrscheinlich noch eine Weile begleiten wird, leider? Also mein Anliegen war ja nur ein kleines Anliegen, nämlich gerichtet an diejenigen, die... Also die so Leute wie wir sind, die so schlau daherreden und es genau wissen, wie es ist. Ja, die sozusagen so ein Syndrom haben, ich habe das öfter diese Figur schon verwendet, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen und sich eine Welt zu entwerfen, wie ein Romancier eben, das Bild ist, glaube ich, nicht so schlecht, statt empirisch zu sehen, wo sind eigentlich die Fallstricke des Handelns im Moment. Und im Moment sind wir ja in einer Konstellation oder einer Situation, in einer Dynamik, in der man eigentlich nichts richtig machen kann. Das ist doch das riesengroße Problem. Und die Risiken sind ja da. Heute Nachmittag werden wir ja einiges dazu hören, wo die Risiken sind. Vieles von dem, was zurzeit passiert, hat nicht nur mit der Frage der Energieversorgung zu tun, sondern auch damit, wie kriegt man eigentlich eine Bevölkerung ruhig, die ohnehin schon daran gewöhnt ist, Eliteentscheidungen in Frage zu stellen. Dafür war die Pandemie ja keine schlechte Einübung und ein paar Jahre vorher das, was man so mit dem vielleicht falschen Begriff der Flüchtlingskrise benennt. Ja, dass die Dynamik, wie wir jetzt über die Fluchtgeschichten reden, ist hochinteressant. Mhm. Am Anfang waren es ukrainische Frauen, die sind uns ja viel näher als und so weiter. Inzwischen stellt man fest, die kosten auch Geld und wenn die Geld kosten, werden auf einmal aus den gleichen Leuten wieder andere Leute. Und das kann man alles irgendwie wissen, dass das in solchen Dynamiken passiert. Ja, danke schon mal für den Ausblick und überhaupt danke für die einführenden Worte. Ich bin gespannt, ob es Fragen aus dem Publikum gibt, Anmerkungen,